Unser Thema in der nächsten Zeit ist das 5G-Grundschutzprofil. Wir wollen es auch kurz vorstellen. Mein Kollege Richard Fritsche ist in dem 5G-Profilprojekt mit zuständig für die Strukturanalyse, für die Netzplanung und für die Details im Projekt. Ist erfahrener IT-Security-Berater. Und wir werden gemeinsam Sie in der nächsten halben Stunde auf den Stand bringen, was 5G-Campusnetze können und wie Profile dabei unterstützen können. Ja, und Thomas Lundström, mein Kollege, der ist ebenfalls ja, sehr langjähriger, erfahrener IT-Security-Consultant, unter anderem auch Sicherheitsbeauftragter unterwegs da draußen. Und wir machen eben von Seiten Softnet gemeinsam dieses Projekt mit dem BSI zusammen und dann noch eine Ausgründung aus der TU Dresden, der Campus Genius. Ja, das dazu. Und wir wollen jetzt nicht betreutes Lesen durchführen und jetzt erstmal die Agenda vorlesen, was steht in welchem Punkt, sondern wir wollen einen Überblick schaffen darüber, was soll denn das mit so einem Profil? Wozu ist es überhaupt gut? Wem hilft das? Vielleicht auch noch so einen kleinen Ausflug dahin. 5G was? 5G für Handys, okay, aber was ist jetzt ein Campusnetz? Hat das irgendwas mit Unis zu tun? Und wollen dann natürlich auch einen Ausblick geben, wenn wir mit unserem Projekt den Erfolg erreicht haben, den wir uns vorgenommen haben, was ändert sich dann insgesamt global? Gucken wir uns mal an. Ja, vielleicht erstmal, was ist so ein Grundschutzprofil? Wer mit dem BSI IT-Grundschutz noch keine Berührung hatte, der stellt sich das möglicherweise so vor: Ich nehme die Dokumente vom BSI, von den BSI-Quellen, gucke mir das an und werte das für mich aus und wende die Informationen auf meine Organisation an und schon bin ich sicher. Diesen Trugschluss verlieren Sie spätestens dann, wenn Sie festgestellt haben, okay, die Normen, die 1 hat so 130 Seiten, die 2 so vielleicht so um die 300, gibt es noch eine 3. Auch nicht jeder ist trotzdem um die 200. Dann gibt es so eine 4, jedenfalls soll es die geben. Die ist wohl auch schon so gut wie fertig. Und die ist auch noch mal umfänglich und die brauchen wir auch. Und dann steht in der 2 drin, wer den Grundschutz machen will, der braucht das Kompendium. Und dann gucken Sie sich an, das kann jetzt nicht so viel sein. Das ist die Anlage von der ISO 27001. Das sind um die 90 Punkte, jeweils maximal eine Viertelseite. Das sollte schaffbar sein. Dann gucken Sie sich das an und dann sind es um die 1000 Seiten. Okay. Sie merken also ganz schnell, wenn Sie sich mit dem Grundschutz befassen, es wird komplex, es wird umfangreich und gerade dann, wenn es kein Standardfall ist, Sie sind eben nicht irgendwie die durchschnittliche Verwaltung von Musterstadt ohne besondere Auffälligkeiten, sondern Sie haben was ganz Aktuelles vor, Sie wollen ein 5G-Campusnetz integrieren. Warum Sie ein 5G-Campusnetz integrieren wollen, wissen Sie, weil Sie wollen das ja. Aber wenn Sie das jetzt nicht wissen, 5G-Campusnetze sind dafür da, dass ich immer dann, wenn ich merke, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, das kann nicht das, was ich brauche. Ich habe eine riesengroße Werkshalle, ich habe ganz hohe Anforderungen an Bandbreitenmanagement. Ich muss viel Bandbreite für bestimmte einzelne Netzteilnehmer bereitstellen oder ich habe ganz enge Latenzanforderungen, weil ich will irgendwelche autonom fahrenden LKWs durch mein Werksgelände schicken, muss dabei natürlich sicherstellen, dass meine Belegschaft zu jedem Zeitpunkt vollzählig bleibt. Und da müssen wir dafür sorgen, dass wir eben auch bei den Latenzanforderungen ganz extrem enge Fenster einhalten. Und jetzt bin ich mit dem Grundschutz konfrontiert und im Grundschutz konnte natürlich keiner ahnen, was Sie vorhaben. Passt also jetzt irgendwie nicht so richtig zusammen. Und um genau das zu lösen, gibt es Profile, die man sich so ein bisschen vorstellen kann wie eine Schablone. Wir haben also diesen großen Steinbruch von Dokumenten, von Anforderungen, von Forderungen an uns, was ich alles tun kann, um die Sicherheit meiner Infrastruktur zu verbessern. Und ich habe mein technologisches Vorhaben. Ich möchte ein 5G-Campusnetz aufbauen, weil ich ganz hohe Anforderungen an mein Netzwerk habe. Und da hilft ein Profil. Und das ist das, was uns in den letzten Monaten beschäftigt hat.
Jetzt hatten wir auch ein paar besondere Herausforderungen. Und eine war eben so, dass eben das typische Profil geht von dem typischen Anwendungsfall aus. So eins der ersten Profile war das Profil für Papierfabriken. Jetzt sehen Sie je nach Auflösung unterschiedlich gut. Da sind so irgendwie drei Papierfabriken. Und wenn man sich das genau anguckt, sieht irgendwie alles gleich aus. Und das funktioniert eben auch so, wenn Sie sich mal eine Papierfabrik angucken. Eine Papierfabrik ist eine Papierfabrik. Da kommt überall vorne Zellulose rein, 40 Meter lange, 12 Meter hohe Maschine und am Ende kommt Papier raus. Je nachdem, an welcher Schraube Sie gedreht haben, können Sie dann auf dieses Papier eine Zeitung drucken oder können es für andere Zwecke nutzen. Aber der Prozess ist immer der gleiche. Auch die Schnittstellen sind die gleichen. Und da bietet es sich natürlich an, so ein Profil zu verwenden. Wo gibt es möglicherweise Informationssicherheitsimplikationen? Was sind Sensoren? Was sind Aktoren? Was ist der ganze Lieferprozess? Wo haben Sie Schnittstellen nach außen? Das zu beschreiben ist möglich gewesen und ist ein sehr gutes Beispiel für ein gut funktionierendes Profil. Wir haben die besondere Herausforderung, so ein 5G-Campusnetz, das kann ich einsetzen, wenn ich Autos herstelle. Das kann ich einsetzen, wenn ich ein Chemiebetrieb bin. Das kann ich aber auch einsetzen, wenn ich ein großer Logistikdienstleister bin. Oder in Sachsen wird gerade in einem Forschungsprojekt erarbeitet. Das kann ich auch als landwirtschaftlicher Betrieb einsetzen. Viele von uns haben ja noch so ein bisschen die Vorstellung vom Traktorfahrer, der früh aufs Feld fährt und dann einfach so seinen Tätigkeiten nachgeht, abends zurückkommt und den ganzen Tag über nichts nachdenken musste. Aber das ist eben schon seit vielen Jahren ganz falsch. Er muss für jeden Quadratmeter seines Feldes nachweisen, dokumentieren können, wie viel Dünger hat er dort, warum ausgebracht, ist das Ergebnis so, wie er sich das vorgestellt hat. Und da braucht er Bandbreite, da braucht er ein verletzliches Netzwerk, da hat er Latenzanforderungen. Und da ist eben im Moment Gegenstand der Forschung, ist da was möglich mit 5G, hilft das? Und auch das sind solche ganz unterschiedlichen Szenarien, die wir eben versuchen mussten, in dem Profil entsprechend abzubilden. Wie in dem Profil wir uns das genau durchgeführt haben, wie wir das uns dieser Problematik genähert haben, erläutert mein Kollege. Ja, vielen Dank, Thomas. Ja, in diesem IT-Grundschutzprofil haben wir uns erstmal darauf am Anfang fokussiert, überhaupt so diese Nutzungs... Okay, danke. Also in diesem IT-Grundschutzprofil haben wir uns am Anfang darauf fokussiert, letztlich diese Nutzungsszenarien erstmal mit abzudecken, zu sagen, okay, was interessiert denn denjenigen, die Unternehmen, die ein Profil nutzen. Wo wir mittlerweile sind, ist auch zu betrachten, wirklich den Betrieb. Also in diesem ersten IT-Grundschutzprofil, was ja im letzten Jahr schon im Herbst veröffentlicht wurde, zum Zeitpunkt, als die ITSA war, sind wir immer noch davon ausgegangen, dass quasi diese ganze Technik, die dafür erforderlich ist, durch einen externen Dienstleister letztlich bereitgestellt wird und betrieben wird. Das wird sich dieses Jahr in einem weiteren Profil ändern. Dort werden wir nämlich auch dann tatsächlich den Schritt betrachten. Wir betreiben auch diese Technik letztlich selber. Das ist insbesondere gerade für Unternehmen, die eben kritische Infrastrukturen zum Beispiel betreiben, interessant, die also niemanden letztlich Externes auf ihre eigenen Netzwerke drauflassen wollen. Ja, und was wir hier sehen an der Stelle, ist so dieser Netzplan dieses Campusnetzes. Mal gucken, ob man das sieht. Und zwar die linke Seite, das ist die, die wir betrachten. Da geht es darum, dass wir letztlich diesen tatsächlichen, zum Beispiel in der Produktion, in der Logistik, diesen Einsatz dort, wo das 5G-Campusnetz eingesetzt wird, auch letztlich vom restlichen Firmennetz separiert betrachten. Das sehen wir auch daran, dass dort eine Firewall letztlich dazwischen gesteckt ist, jetzt hier in dem Profil dargestellt. Das heißt, wir haben auch abgegrenzt, dass wir davon ausgehen, dass erstmal, und das ist auch tatsächlich in der Praxis von den Erfahrungen, von den Anwendern, mit denen wir zu tun haben. Wir haben einige Industrieanwender auch in Workshops schon mit befragt. So der Fall, dass das gekoppelt ist vom restlichen Firmennetz letztlich. Deswegen auch das Häuschen davor. Nichtsdestotrotz, in dem neuen Profil, was jetzt dazukommt, haben wir schon festgestellt, dass gerade so die Verwaltung des Netzes an für sich letztlich aus dem Firmennetz heraus stattfindet. Das ist quasi dann auch eine Erweiterung. Und was Sie hier sehen, sind in diesem
dunkelblauen letztlich diese Kernkomponenten als solches. Das ist wirklich die Technik, die wir brauchen, um so ein 5G-Campusnetz zu betreiben. Hier noch quasi durch einen externen Dienstleister abgebildet. Und drumherum in dem hellblauen oder helleren Bereich sind letztlich die ganzen Gerätschaften unterwegs, die wir irgendwie nutzen. Drohnen, das kann Mähdrescher sein, ganz häufig irgendwelche Transportmittel, die im Einsatz sind. Und das Ziel, was wir letztlich hier damit erreichen wollen, ist eine Konzeption in Form dieses Profils vorzulegen, oder das haben wir für den Bereich schon getan und eben jetzt zu erweitern, wo Sie im Ergebnis vom IT-Grundschutz die Sicherheitsanforderungen finden und Hinweise dazu, wie Sie damit umgehen. Dass Sie also, dass sich nicht alles selber aus diesem IT-Grundschutz-Kompendium raussuchen müssen, sondern wir eben quasi das schon getan haben an der Stelle und Sie dann auch explizite Hinweise bekommen, wie Sie in so einem 5G-Campusnetz damit umgehen. Was wir natürlich auch festgestellt haben, ist, dass es in dem Bereich durchaus Lücken gibt, die wir zum Beispiel schon füllen. Jetzt kann man sich, können Sie sich vorstellen, wenn Sie so ein großer Automobilhersteller sind, Sie haben vielleicht so ein Testfeld unterwegs und da kann es durchaus möglich sein, dass Sie sagen, naja, die Technik an für sich, um Ausleuchtung, Reichweite zu erreichen, müssen wir irgendwo da auf das Testfeld landen. Und was ist im Ergebnis, ist rausgekommen, dass wir auch noch zusätzlich einen sogenannten benutzerdefinierten Baustein entwickelt haben, der quasi es ermöglicht, auch Technik in so einem Container beispielsweise draußen hinzustellen, also quasi Technik to go mehr oder weniger. Und dieser Baustein ist auch für andere Anwendungsfälle erreichbar. Aber Sie finden letztlich mit dem IT-Grundschutzprofil für diesen Bereich, wo jetzt hier auch diese, ich sag mal, diese Industriehalle ist, letztlich eine sogenannte Beschreibung des Standardsicherheitsniveaus, was wir erreichen wollen. Das heißt, das sind alle Anforderungen drin enthalten. Wir gehen auch davon aus, wer sich so ein bisschen mit dem IT-Grundschutz vielleicht schon mal beschäftigt hat und das Thema Schutzbedarf dort im Auge hat, dass wir auch von Anforderungen ausgehen, die durchaus auch über das übliche Maß hinausgehen, also so einem hohen Schutzbedarf und dort explizite Hinweise geben. Das muss natürlich aber jeder Anwender am Ende für sich selber entscheiden. Ne? Also diese sogenannte Standardabsicherung. Und wir gehen in diesen IT-Grundschutzprofilen, und das ist ja auch der Sinn des Ganzen, diesen üblichen Sicherheitsprozess durch. Wir beschreiben einmal, was ist im Einsatz, inklusive also der Technik, die wir benötigen für den Betrieb auf der einen Seite, und das, was könnte so üblich sein aus der Nutzungsperspektive heraus. Welche Geräte sind im Einsatz? Die haben wir alle mit aufgenommen. Das ist die Strukturanalyse. Die ist quasi drin erledigt. Natürlich muss jeder Anwender für sich gucken, passt das in meinen Bereich? Passt das für mein Anwendungsszenario? Kann ich was rausstreichen davon? Muss ich eventuell noch zusätzlich was mit berücksichtigen? Schutzbedarfsfeststellung haben wir so ein paar Empfehlungen gegeben. Wie gesagt, wir gehen auch davon aus, Verfügbarkeit, Vertraulichkeit, Integrität, das sind so diese Grundwerte, die wir dort haben, haben wir nochmal ein paar Empfehlungen gegeben, wie wir damit umgehen. Je nachdem, auch welches Ziel man letztlich damit verfolgt, geht es eher wirklich um letztlich Datenmengen oder geht es eher um das Thema Latenzen. Ja, das hat unterschiedliche Auswirkungen. Und dieser Punkt Modellierung, da geht es um diese Auswahl der Anforderungen. Das ist ebenfalls letztlich durch uns schon hier für diese Systeme erledigt. An der Stelle, da müssen Sie sich angucken, welche Systeme habe ich davon im Einsatz, und können dann dort daraus suchen, das sind die geltenden Anforderungen. Was natürlich noch ganz konkret dann jeder für sich selber nochmal tun muss, ist diese, sind die Anforderungen bei mir erfüllt, kann ich sie umsetzen, ganz konkret, wie mache ich es? Wir haben in Teilen, wo es 5G-spezifisch ist, entsprechende Maßnahmen als Hinweise, als Umsetzungsmöglichkeiten mit beschrieben, schon relativ umfangreich, sodass es Ihnen weiterhelfen kann. Die weiteren Schritte, die sind natürlich auch in dem IT-Grundschutzprofil erstmal so grundlegend mit beschrieben, wie sie jetzt hier drauf sind. Aber da muss jeder Anwender für sich dann auch nochmal die Bewertung machen, wie wir damit umgehen. Und der Thomas Lundström wird jetzt nochmal weiter zum Thema Modellierung und IT-Grundschutzcheck ein Stück tiefer gehen. Ja, vielen Dank dafür. Und was wir
natürlich nicht vorfinden, ist diese, also wir haben jetzt ganz viele Häkchen gesehen. Wir bekommen Hilfe bei der Schutzbedarfsfeststellung, bekommen Hilfe bei der Modellierung, also welche Anforderungen sind für mich überhaupt in diesem Technologiefeld relevant. Aber dann muss ich wie bei jeder Schablone natürlich mir überlegen, welchen Buchstaben will ich denn jetzt hier ausfüllen? Also was ist denn jetzt genau die Erfüllung meiner Anforderung? Und diesen Grundschutzcheck, den kann Ihnen keiner wirklich abnehmen. Aber wir können durch das Profil dahingehend unterstützen, dass wir aus dieser Vielzahl von Anforderungen, wir haben jetzt aktuell genau 110 Bausteine mit so um die 9000 Anforderungen. Und da hatten wir eingangs schon gesagt, das ist jetzt für so einen Teilbereich viel zu viel, viel zu granular, viel zu detailliert. Und da ist auch nicht alles technologisch zutreffend. Und das Profil liefert uns also schon mal eine Übersicht, welche Bereiche, welche Bausteine muss ich überhaupt bearbeiten. Und dann ist eben noch ein Teil, der im Profil auch viel Raum einnimmt, dass man eben auf so besondere Stolperstellen hier auch nochmal eingeht. Also da gibt es dann Anforderungen, erstellen Sie ein spezifisches Sicherheitskonzept. Und bei diesem spezifischen Sicherheitskonzept haben Sie möglicherweise Fragen, gebe ich das bei ChatGPT ein und kriege dann irgendwie so einen Dummy-Text. Probier mal, ob es einer liest und ob es auffällt. Nee, das ist keine Lösung, sondern wir versuchen sie dann schon so ein bisschen auf die richtige Schiene zu geben. Und ChatGPT ist ja auch nur eine von vielen künstlichen Intelligenzsystemen, jetzt vor wenigen Tagen in der Version 4.0 erschienen. Und auch in der Lage, und das dürfen Sie auch immer nicht vergessen, Sie können ja auch Ihre ganze spezifische Compliance-Welt dort mit hinterlegen. Sie können Ihre jetzt schon gültige Informationssicherheitsrichtlinie hinterlegen. Sie können Ihren ganzen Richtlinienkram alles dort reinpfeffern. Kein Mensch muss sich's durchlesen, sondern das macht die KI. Und Sie können dann eben darauf hoffen, dass das, was rauskommt, irgendwie schon stimmt. So einfach ist es natürlich nicht, aber es ist durch dieses Unterstützen der KI mit ihren eigenen Richtlinien, geht es schon sehr in die richtige Richtung. Und natürlich müssen Sie drüber gucken, so wie Sie ja auch bei einem Kollegen wechselseitig immer drüber gucken und immer eben auch wechselseitig bei dem anderen Möglichkeiten finden, wie man es verbessern kann. Aber es ist eben ein so ganz viel von diesen langweiligen Standard Procedure durchlesen und abtippen und drüber nachdenken abgenommen. Und das geht in eine ähnliche Richtung wie bei dem Profil. Sie müssen natürlich drüber nachdenken, wie setzen Sie konkret Ihre Technologien ein. Wir haben auch eben in dem 5G diese ganz unterschiedlichen Anwendungsfälle. Die einen lassen eine Drohne fliegen, um zu gucken, wo der Kran rostet. Die anderen wollen eben auf ihrem Feld den Nachweis erbringen, wer wie viel Dünger an welche Stelle verbracht hat und dann eben der ganze große Bereich Logistik mit den teilautonom fahrenden Fahrzeugen. Die Auswahl der Anforderungen und die Unterstützung dabei ist das eine, aber es kam ja schon zur Sprache, das eine Profil ist fertig, weitere Profile entstehen und was da wann entsteht und wie, das erklärt nochmal mein Kollege. Genau, ich werde jetzt nochmal einen Überblick oder einen Ausblick auch geben auf das, was noch kommt. Also was wir haben, ist dieses IT-Grundschutzprofil, was diese Nutzungsszenarien letztlich betrachtet, sehr generisch erstmal und wo ein externer Dienstleister den Betrieb letztlich für uns übernimmt. Ein ganz wesentlicher Faktor ist dort noch mit drin, dieses ganze Thema Dienstleistersteuerung, was auch ein zentraler Punkt in so einer Sicherheitskonzeption ist, nochmal ausführlich aus der Perspektive mit beschrieben. Was wir in dem Zusammenhang, was ich schon erwähnt hatte, ja auch mit erstellt hatten, ist so ein benutzerdefinierter Baustein, wo es darum geht, letztlich Anforderungen an so ein Transportmittel letztlich und auch an den Betrieb außerhalb von festen Gebäuden letztlich von IT-Technik mit aufzuschreiben, also wo diese Einhausung letztlich rausgekommen ist. Das sind die Punkte. Damit sind wir im
früher im letzten Jahr letztlich das erste Mal auch in einem sogenannten Community Draft an die Öffentlichkeit gegangen. Das war das erste Mal, dass man überhaupt in so einem IT-Grundschutzprofil quasi die Anwenderschaft in dem Sinne über das BSI selber mit reingenommen hat, in die Kommentierung ermöglicht hat, auch breit letztlich Kommentare und damit auch in die Einarbeitung rein selber die Anwender mit zu berücksichtigen. Das war das erste Mal in dem Format. Das ist jetzt tatsächlich auch ein zweites Mal bei einem IT-Grundschutzprofil und zwar für die Chemieindustrie mit angewendet worden. Also da haben wir ein bisschen Pionierarbeit an der Stelle geleistet. Jetzt sind wir dabei, dieses IT-Grundschutzprofil zu erstellen, wo es darum geht, wir betreiben wirklich selber. Was man so vom Grundsatz her schon sagen kann, ist, dass die eingesetzte Technik zum größten Teil mit dem IT-Grundschutz, mit dem Compendium abgedeckt werden kann. Nichtsdestotrotz gibt es eben noch so ein paar Lücken, die wir mit betrachten. Die eine Lücke ist die, dass es noch keine konkreten übergreifenden Anforderungen für den Betrieb eines Mobilfunknetzes, wir reden ja von einem privaten Mobilfunknetz, gibt. Das wird nochmal so ein Thema, wo wir zusätzlich noch Anforderungen und auch Hinweise mitgeben. Und das andere ist, jetzt haben Sie in jedem Gerät, das Sie dort einsetzen, SIM-Karten. Bisher, klar, im Mobilfunk, also im Smartphone, Handy und so weiter auch. Und hier spielt aber dieser Umgang mit diesen SIM-Karten eine ganz spezielle Rolle. Und das beleuchten wir auch nochmal näher. Und das ist auch noch so ein Baustein, der mit rauskommen wird am Ende voraussichtlich. Und wir werden jetzt das wird Anfang Juni sein, werden wir mit einigen wieder aus der Industrie, mit Anwendern, auch mit einem Hersteller zusammen, uns nochmal an den Tisch setzen, den aktuellen Stand durchgehen, nochmal die spezifischen Hinweise auch mit reingeben, bevor es dann im Spätsommer, denke ich mal, wird das Profil dann wieder für die Allgemeinheit veröffentlicht werden. Dann werden auch wieder weitere Anwender noch Hinweise mit dazu geben, sodass wir dann im Herbst wieder, quasi ein Jahr nach dem ersten Profil, letztlich neben diesen ganzen Nutzungsszenarien erstmal in der Breite sehr generisch auch den eigentlichen Betrieb in dem IT-Grundschutzprofil mit abdecken. Und die nächsten Schritte werden wir sehen, je nachdem, wir reden ja hier noch von einer relativ jungen Technologie, die noch gar nicht so weit verbreitet ist, auch was die Nutzung angeht, dass wir dann auch schauen, ob es für bestimmte Einsatzszenarien, zum Beispiel in der Logistik oder in der Landwirtschaft, vielleicht auch in der Medizin, erforderlich bzw. sinnvoll ist, auch nochmal dafür spezifische Profile oder gar Erweiterungen von anderen Profilen schon mit auf den Weg zu bringen, damit wir das eben genau für die Bereiche, wo eben Anwendungen sind, auch eine spezifische Konzeption schon mit auf den Weg geben und noch mehr letztlich den Anwendern erleichtern können, eine adäquate Sicherheitskonzeption aufzubauen für ein 5G-Campusnetz, das dann auch selber betrieben wird. Ja, abschließend vielleicht nur noch mal so zusammenfassend. Auch warum ist es überhaupt notwendig, jetzt mehrere 5G-Profile zu schreiben? Das hängt auch mit der Entwicklung zusammen. Als 5G-Campusnetze das erste Mal beschrieben wurden, da gab es von den großen Netzausrüstern, von den großen Herstellern irgendwelche Blackboxes und Dienstleister, die eben bisher Mobilfunkbetreiber beliefert haben, haben ihnen das hingestellt. Und Sie als technisch versierter Admin haben sich das angeguckt und es sah irgendwie schon irgendwie nach Bastelkram mit NATO-Steckern aus und waren sich dann eben gar nicht so richtig sicher, was passiert da. Und das an einer ganz sicherheitssensiblen Stelle. Und deswegen ist eben in vielen Konzernen die Entscheidung gefallen, wir wollen nicht, dass uns hier der Dienstleister irgendeine schwarze Schachtel mit Antennen hinstellt und sagt, das ist total safe und funktioniert super, solange wir euer Dienstleister sind, sondern wir wollen das betreiben. Wir wollen das selbst betreiben, wir wollen das mit Standard-Hardware betreiben, wir wollen unsere Stecker verwenden, die unsere Kollegen auch schon mal gesehen haben und wo sie sich nicht angucken, wie Schraubverbindungen. Und deswegen diese Entwicklung von Profilen, diese Weiterentwicklung und auch eben der Ausblick. Wir haben auch nicht damit gerechnet, dass dieses SIM-Karten-Handling jetzt irgendwie so eine Wissenschaft ist, aber es ist eben so, weil eben so eine SIM-Karte ist eben doch fast so schlau wie so ein kleiner Raspi. Und
die kann ich eben nicht selbst irgendwie mit Konrad-Bauteilen bespielen, sondern da brauche ich eben schon auch ein bisschen Know-how und auch der ganze Prozess muss entsprechend zertifiziert und abgenommen sein. Deswegen gibt es an der Stelle eben oft den Kontakt zu externen Dienstleistern, aber das soll es dann eben für die meisten auch gewesen sein. Den Rest wollen wir selbst betreiben und dafür macht es eben Sinn, dass ich dann eben nicht nur von den Herstellern die Hardening Guides abarbeite, nehmt gute Stecker, sorgt für das und macht das, sondern dass man eben auch noch ergänzend die erprobten Anforderungen des BSI dort mit einstreuen kann. Gut, dann würde ich hier eigentlich schon sagen wollen, haben Sie ganz vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir freuen uns über Rückmeldungen und bis hierhin schon mal vielen Dank. Vielen Dank auch von mir.